Der Sachsen-Gipfel der SPD, eine Art Warm-up für die Landtagswahl. Ein Signal nach außen, wofür sich die sächsischen Sozialdemokraten engagieren wollen in den kommenden Monaten. Doch diese Woche in der Bundespolitik, da könne man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Ich finde es unverantwortlich, dass man jetzt, bloß weil in Bayern Landtagswahl ist, unverantwortlich eine Debatte vom Zaun bricht und hier tatsächlich zu einer Regierungskrise führen will. Wir reden hier über die größte Industrienation in Europa und die kann nicht zum Spielball einer Regionalpartei werden. Ich habe mir immer das Ende der Ära Merkel gewünscht, aber nicht auf diese Art und Weise und schon gar nicht bei diesem Thema. Das eigentliche Thema Stadt, Land, Zukunft. Die SPD traditionell stark in den Großstädten. Barbara Ludwig ist seit 2006 Oberbürgermeisterin von Chemnitz. In der letzten Zeit sei im Freistaat der ländliche Raum sehr stark im Fokus gewesen. Es dürfe aber nicht sein, dass das eine gegen das andere ausgespielt werde. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, sowohl die größeren Städte als auch die Landkreise, ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen haben. Das Entscheidende ist, dass wir ausgehend von den großen Städten gemeinsam mit der Region drumherum stärker gemeinsam Konzepte machen, um zu überlegen, was stärkt uns gegenseitig. Der Bürgermeister von Augustusburg möchte bei diesen Strategiespielen vieles auf den Prüfstand stellen. Wofür brauche man die Landkreise? Warum nicht mehr im kleinen Ort erledigen können Bauamt und Zulassungsstelle wohnortnah, dafür andere Aufgaben zwischen Kommunen und Städten aufteilen? Digitalisierung könnte sehr viel Kraft bündeln. Große Verwaltungen in den Städten, kleine Verwaltungen draußen. Hier könnte man wirklich sehr gut und einfach zusammenarbeiten zur Entlastung. Wechselseitig im Übrigen, das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße. Die konkrete Lebenssituation der Menschen zu verbessern, egal wo sie lebten, das propagierte Ziel, um das Land voranzubringen und nicht zuletzt die Partei, die im Umfragetief steckt. Dem Land geht es objektiv gesehen ja richtig gut, aber die Stimmung ist schlecht. Und man merkt natürlich auch, wie sich diese Stimmungslagen und die Veränderungen in dieser Gesellschaft auch in Umfragen niederschlagen. Aber ich lasse mich da nicht beirren, denn wir dürfen nicht zulassen, dass die Angst diese Gesellschaft beherrscht. Noch ein gutes Jahr bis zur Landtagswahl. Man wolle mit Zuversicht an die anstehenden Aufgaben gehen.